Hallöchen, meine Damen und Herren. Die Volvos haben wieder geschafft und ein neues Update gebracht. Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Der erste Punkt beendet das aktuelle Major. Es wird einmal dem Gewinner gratuliert und dann eben noch Bescheid gegeben, dass jetzt auch alle Kapseln da sind und kaufbar sind. Wann der Rabatt auf die ganze Geschichte kommt, weiß man leider noch nicht. Da die ganze Sache ja ziemlich verzögert war, also der Release von den Stickern überhaupt, denke ich, dass es noch ein oder zwei, vielleicht drei Wochen dauert, bis dann da was Update-mäßiges nachkommt. Und hier unten beim zweiten Überpunkt MISC gibt es drei Unterpunkte und vor allem der letzte Unterpunkt wird einigen bereits aufgefallen sein. Wir fangen jetzt aber erst kurz hier oben an. Es wurde wieder was am Spielablauf gefixt. Man ist wohl mitunter an gewissen Oberflächen hängen geblieben, wenn man dran gesprungen ist, also als wenn sie klebrig, sticky gewesen wären. Das ist jetzt gefixt. Und auch an der Performance wurde weitergewurschtelt. Hier kam es wohl unter gewissen Umständen zu Framerate-Hitch. Vor allem dann, wenn alle CPUs stark am Arbeiten waren. Zu guter Letzt nun der wichtigste Punkt, der, wie gesagt, einigen bestimmt schon aufgefallen ist. Wenn ihr ab jetzt, also seit dem Release des Updates, Items, also im speziellen Fall Counter-Strike-Items, Skins und so weiter, kauft oder ertradet, werden sie erst nach 10 Tagen für andere in eurem Steam-Inventory gezeigt, beziehungsweise sichtbar sein. Ihr seht eure Sachen direkt, andere, die auf euren Account raufglotzen, aber nicht. Dieser letzte Punkt ist ein wenig überraschend. Ich glaube, es war 2017, 18 oder 19, als sie die Trade-Sperre hinzugefügt haben, die davor ja nicht vorhanden war. Du konntest davor einfach alles hin und her wurschteln und musstest nicht großartig warten. Jetzt, also was heißt jetzt, seitdem haben Dinge ja eine Trade-Sperre. Und diese Änderung geht jetzt hier in eine ähnliche Richtung. Also es ist praktisch sowas wie ein aufgezwungenes privates Inventar für 10 Tage. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nach diesem Ärger bei dem Major, den sie da hatten, als das Podium gestürmt wurde und hin und her, das Ganze war ja angestiftet von externer Seite, vielleicht wollen sie in diesem Bezug, also in Hinsicht auf Gambling-Seiten und Trading-Seiten, externen ausgelagerten Geschichten, irgendwas machen. Und das ist der erste Schritt davon. Ich hatte kurz überlegt, ob ich zu der Sache, die da bei Major passiert ist, ein Video mache, aber ich habe noch keine Zeit dafür gehabt und jetzt würde ich wie die Altfasnacht nachkommen. Mittlerweile weiß ja sowieso jeder, wie der Hase läuft oder kann es nachlesen. Deswegen gab es da und wird es auch von meiner Seite kein Video extra zu diesem Punkt geben. Ich kann jetzt nur kurz noch hier praktisch zum Ende der ganzen Geschichte sagen, es ist natürlich eine riesige Schweinerei, dass sowas öffentlich und in der Form ausgetragen wird und dabei dann eben auch Leute mitunter ja richtig Angst bekommen haben. Da stürmen irgendwelche Affen auf das Podium und wuseln da hin und her und andere haben Sorge gehabt, dass es ein Anschlag oder irgendwas ist. Ich meine, du weißt es in der Sekunde ja nicht, wenn du dort sitzt, einfach als Zuschauer. Also sowas ist in meinen Augen absolut verwerflich, darf auf keinen Fall passieren und die Leute müssen hart bestraft werden. Soweit ich weiß, hat auch die anstiftende Seite ordentlich Probleme bekommen. Sie haben ein eigenes Major, glaube ich, geplant gehabt und da sind jetzt die meisten Teams abgesprungen. Dann haben sie nochmal das Preisgeld erhöht von, ich glaube, $50.000 auf $500.000, um die Leute vielleicht doch wieder anzulocken. Gerade kleinere Teams finden sowas wahrscheinlich nicht schlecht, wenn du so viel Geld gewinnen kannst. Aber sie sind auf jeden Fall stark in Verruf geraten und ich könnte mir vorstellen, dass Valve hier mit diesem Schritt auf jeden Fall einen Schritt in die Richtung geht, in Zukunft die Sache noch besser unter eigener Kontrolle zu haben. Aber das ist auch einfach nur ein Wild Guess. Sie haben das schon mal vor vielen Jahren gemacht, dass sie einige Seiten praktisch schließen haben lassen. Vielleicht werden wir sowas in Zukunft auch wiedersehen. Meine Meinung zu dieser Sache, dass jetzt 10 Tage lang neue gekaufte und ertradete Dinge unsichtbar sind. Für mich bringt das Ganze einen Vorteil und zwar sind eben einfach Skins, die ich für euch für die Giveaways hole oder von anderen bekomme, halt jetzt dann 10 Tage lang geheim und ihr könnt dann nicht direkt reingucken, was da rumliegt und ich kann sie auch gemütlich noch wegschaffen in die Kisten. Da kann man ja sowieso nicht reingucken. Es kam schon vor, dass irgendwelche Giveaways, meistens halt auch dann größere, irgendwie geleakt wurden, weil halt der Kram bei mir rumlag und die Leute geguckt haben, was da rumliegt. Ich habe halt einen Trade-Account, das ist dann irgendwie, ja, ist jetzt ja auch nicht allzu schwer, der Gedanke, da mal nachzugucken. In dieser Hinsicht habe ich, alter Bock, jetzt also 10 Tage Gnadenfrist, um die Sachen zu verstecken, bevor ihr gucken könnt. Ich denke, externe Seiten werden sich sehr schnell darauf einstellen, so wie es damals eben auch war, als es dann plötzlich eine Trade-Sperre gab und davor gab es keine. Da haben die Seiten einfach umgestellt, blub, fertig ist der Lack und das war's. Hier wird das ähnlich gehen, das ist ja kein Abbruch für externe Geschichten. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass wenn man in diese problematische Richtung geht, wie Scams und so weiter und so fort, dann ist es wiederum schwieriger für das Opfer, den Weg der Skins gescheit nachvollziehen zu können, weil du ja nicht sehen kannst, wo sie liegen, wer sie hat. Und da die Trade-Sperre ja immer noch nur 7 oder 8 Tage ist, kann derjenige ja auch die Skins einfach innerhalb dieser 10 Tage, in denen man sie gar nicht sehen kann, weiter wegtraden und du kannst nicht sehen, wohin. Auf der anderen Seite hast du eben auch als User ein bisschen Zeit, dein Zeug wegzuräumen, dass die Scammer erst gar nicht anschreiben. Gerade für neue User bestimmt keine schlechte Idee. Wenn sie sich ein Knife kaufen, dann haben sie 10 Tage Ruhe, bevor die verschlissenen Scammer das sehen, die Autobots und dich anschreiben, wanna trade und so ein Scheiß. Das ist noch ein Vorteil, der mir jetzt eben erst live kam. Da ich mir fürs Erste keine andere Erklärung vorstellen kann,
würde ich behaupten, das ist einfach die erste Reaktion auf diese Sache, die halt beim Major passiert ist. Vielleicht wird ja demnächst noch die Trade-Sperre angepasst, dass die auch nochmal ein bisschen länger geht oder diese 10 Tage werden runtergesetzt auf 5 oder so, dass sich diese Trade-Sperre und die Sichtbarkeit halt nicht falsch rum überschneiden. Man sollte die Skins natürlich zuerst sehen und danach traden können und nicht andersrum. Ja, und sonst ist es halt der übliche Way to go. Also wir werden in ein paar Wochen dann mit den Heruntersetzungen der Sticker-Kapselpreise rechnen können. Und wenn das dann abgeschlossen ist, wird das wahrscheinlich so wie auch die Jahre davor halt langsam in Richtung Content gehen. Also Maps, Operation, was weiß ich, irgendwas. Und bevor wir jetzt hier noch den Deckel drauf machen, machen wir geschwind noch 2 Giveaway-Auflösungen. Im Top 10 USP-Video gab es für euch die Statric USPS Torque zu gewinnen. Dazu solltet ihr nur schreiben, ob ihr den Schalli von der USP abnehmt oder nicht. Vielen Dank für 56 Kommentare. Der Gewinner, der hoffentlich auch die Frage beantwortet hat, ist King Mechanic. Ich mache den nie ab. Optimal. Melde dich bitte hier unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge bitte deiner Kanalinfo dein Trade-Link hinzu. Und dann gab es noch dieses Stat-Track Mac-10 für euch zu gewinnen. Die ist wiederum aus dem Update-Video vom 15.03. Da hatte ich euch gefragt, was ihr von diesem kleinen Flammen-Update haltet. Dann gucken wir mal die ganze Geschichte rein. Vielen Dank für 129 Kommentare. Der Gewinner ist Bam. Phoenix. Ich mecke ja wirklich viel über das Anti-Cheat, aber was viele vergessen, dass die Leute, die am Gameplay arbeiten, nichts aber auch wirklich, okay, da müssen wir kurz rüber, nichts aber auch wirklich nichts mit dem Anti-Cheat-Team gemeinsam haben. Also kleinere Updates, die ans Gameplay gehen, die das Spielgefühl auf Dauer verbessern, ist mir tausendmal lieber als monatelang nichts, aber wirklich gar nichts. Ändert nichts daran, dass am Anti-Cheat was passieren muss. So sieht's aus. Die Frage ist somit beantwortet, im Video selbst ging es eben um ein Update von Valve, unter anderem auch um so kleinere Sachen. Sie haben auch seine Flammen verändert und da und dort und die Frage war halt einfach, wie seht ihr das so? Findet ihr sowas wichtig oder nicht? Meld dich also bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge den Trade-Link halt in deinem YouTube-Dingens sein. Du weißt schon, hier in die Kanalinfo. Und natürlich kloppen wir heute auch noch was raus, und zwar diese XM1014 Zombie Offensive in FN. Die könnt ihr ganz locker gewinnen, indem ihr hier Folgendes beantwortet. Spielst du im Moment, sofern du CS2 spielst, lieber Premier oder Matchmaking? Ich höre über beides Gutes und Schlechtes. Wir spielen eigentlich ausschließlich Premier, weil sich Matchmaking so lost anfühlt, also so ein bisschen wie früher Casual. Warum sollte man das spielen? Das bringt einem ja nichts. Also ne, wegen dem Rank und so, klar, man hat da eigene Ränge, aber es ist so, die ist eigentlich schon Quatsch. Und ja, deswegen sind wir hauptsächlich in Premier unterwegs. Wie sieht das bei dir aus? Premier? MM? Gerne auch warum? Wenn du dich willst, dann reicht es einfach nur zu schreiben, ich bin halt lieber in MM. Gut, dann sehen wir uns morgen im nächsten Livestream, also Donnerstag 18 Uhr. Denkt an unser aktuelles Knife-Giveaway, das auf Twitch stattfindet. Einfach reinkommen, zugucken und mitmachen. Dann vielen lieben Dank fürs Zusehen, danke für die Kommentare und für die Likes. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und ja, haut da rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.